wir brauchen jetzt einen Aufsager. Du musst in 24 Sekunden für ProSieben erzählen, was wir hier machen. Cori zeigt dir die Zeit. Ja. Okay? Und bitte. Okay. Wir starten. Bereit? Wir starten in 3, 2, 1. Hey Leute, wir sind hier auf der Weinmesse in Berlin. Die Kamera, bitte, die Kamera. Ja, ich rede doch hier und da an die Kamera. Hey, nochmal, neuer Take. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr mich ständig unterbrecht, dann wisst ihr nie, was ich eigentlich vorhabe. Bitte in die Kamera gucken. Ihr müsst schon wissen, was ich vorhabe. Also Leute, ihr müsst ihr nicht wissen. Also, in die große Kamera vorhabe. Gucken. Ja. Okay, wir starten in 3, 2, 1. Hallo. Wir sind auf der Weinmesse heute in Berlin. Da werden verschiedene Weine vorgestellt aus der ganzen Welt. Wir probieren anhand der kulturellen Bedeutung der Weine irgendwie was abzuleiten auf unser Leben, was wir euch dann weitergeben können. Also dass ihr das Gefühl habt, euer Leben wird besser, wenn wir euch erzählt haben, was wir rausgefunden haben. Ciao. Voll auf den Punkt, Alter. Ja. Wie geht es für ProSieben? Nein. Nochmal, einer. Ey, lass mich. Ich finde, der kulturelle Aspekt muss ein bisschen mehr. Ja. Schmidti, ey, du verpisst dich jetzt hier nicht. Du ziehst dich nicht durch. Schmidti, du bleibst hier. Es macht keinen Sinn, ihr seid die Stars. Ich bin hier Redakteur. Ist mir doch egal. So, los geht's. Okay. Und ich komme jetzt wieder ran. Machen wir noch einen? Ruhe. Okay. Wir starten in 3, 2, 1. Hi, wir sind heute hier auf der Weinmesse für Lettner Berlin, um herauszufinden, was hat denn eigentlich der Wein kulturell in Europa uns so Prägendes in unser Leben? Ich habe echt der Satzanfang war schwierig. Ne? Ich geh schon mal was holen, zwar zu trinken, eine Flasche. Könnt ihr kurz fertig machen. Okay. Können wir nochmal? Okay. Bereit? Ja. Okay. Wir starten in 3, 2, 1. Hey Leute, wir sind's hier. Jakob und ich sind auf der Weinmesse und auf der Weinmesse werden wir herausfinden, was hat Wein eigentlich mit unserem Leben zu tun? Inwiefern hat uns europäisch der Wein kulturell geprägt? Das werden wir heute herausfinden, indem wir Fachleute treffen, nette Menschen und hier und da vielleicht, wenn es der Alltag zulässt, der Berufsalltag, auch mal was probieren. Na gucken. Kann nicht mehr probieren. Ja, wir haben's. Ey, besser geht's nicht. Okay. Ja.